So, ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Sims 3 Aufnahme. Ja, ich habe jetzt wieder ein bisschen was angepasst und so und tripapalala. Und zwar heute werden wir wieder etwas bauen müssen. Also es werden jetzt, glaube ich, wieder ein paar Baufolgen. Und zwar habe ich ja angedeutet, von wegen, wir möchten ja in Richtung Familiengründung langsam aber sicher gehen. Und da bietet es sich ja doch schon an, sowas wie ein kleines Kinderzimmer schon mal zu bauen. Und deshalb werden wir einfach Jamies altes Schlafzimmer auf Möbeln, beziehungsweise ein bisschen ausrempeln und den Hobbyraum etwas besser gestalten. Also werden wir sowieso jetzt erstmal gleich anfangen zu bauen. So. Sollen wir ein bisschen gucken hier? Ich habe nämlich alles ein bisschen umgestellt. Ich habe nämlich meinen kompletten Grafiktreiber runtergehauen, wieder raufgehauen. Weil ja irgendwie alles ein bisschen nicht ganz hingehauen hat, aber probieren wir es mal jetzt so. Wir gehen in den, so, jetzt schon wieder völlig kaputt hier. Baumodus. So. Bitte geh in den Baum. Mensch, ich höre sogar die Baumusik. Warte mal. Ich stell mal auf meinem Kopfhörer ein Stück weit lauter. Ja, warte. Ja, kommt hin. Reicht mir. Also, Pasuf. Ich hätte gern das Bett. Das können wir eigentlich verkaufen, ne? Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Vorschlaghammer-Tool. Das heißt quasi, das Bett kann weg. Das kann ich behalten, die Kommode behalte ich auch mal und das Radio auch. Aber das stelle ich vorerst mal beiseite. Ja. Komm, machen wir so. Geh einfach irgendwo hin. Muss jetzt keine Funktion haben, so. Und das stellen wir auch mal schnell raus. Geht das da? So. Also, fangen wir mal mit dem Fußboden. Was für einen Fußboden wollen wir denn nehmen? Wo haben wir denn die? Böden und Decken. So, und ich hätte gerne einen süßen kleinen Puzzleboden. Pink ist ein bisschen tralala. Ich weiß ja nicht, was es im Zimmer wird, deshalb mache ich mal so. Komm, der Puzzleteppich, der ist gut. Den nehmen wir. Der passt perfekt zum Kinderzimmer, finde ich. So. Wände, was für Wände hatten wir denn? Warte. Huch. Huch, ich sehe du. Oh. Oh, jetzt bin ich, glaube ich, kellermäßig gegangen, wa? So, das sieht besser aus. Jetzt haben wir hier ein paar Wände, glaube ich, nur zu sehen. Halbwegs. So, jetzt haben wir die Wände. Mal gucken. Nee, das passt nicht. Nehmen wir hübschere Wände. Ich habe immer keine Ahnung, wie das funktioniert. Das finde ich immer ganz traumhaft. Immer mal Tag. So. Wände. So, was für Wände haben wir denn? Wand erstellen, Wand erstellen. Nee, Wandbelege bitte. So, Tapete, Fliese. Täfelung, Mauern, Felsen und Stein. Verkleidungen. Gott, nee, die sind hässlich. Mauereinstellungen? Nee, eine Mauer im Kinderzimmer. Wo gibt's denn sowas? Nehmen wir eine hübsche Tapete. Was haben wir denn da so? Nee, passt nicht so. Und das hier? Weniger. Haben wir was Hübscheres? Haben wir irgendwie so eine. Ich weiß nicht, so was Hübscheres, was ein bisschen besser dazu passt. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Was haben wir noch? Das hier gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Was gibt's als einzelne Tapete, ne? Was ist denn da? Ach, so eine Weltraumtapete. Ich weiß ja nicht, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Das ist ja das Problem. Ich weiß nicht. Wollen wir die nehmen? Ich denke mal ja, ne? Nehmen wir mal die hier. Zack, zack. So. Und jetzt hier. Du. Hier ist ja komplett dunkel drin, wa? Huch. Hier. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt wieder irgendwas vergesse. So. So. So, jetzt haben wir das Kinderzimmer eigentlich. Gefällt mir bis jetzt ganz gut. Aber ich hätte gerne ein größeres Fenster. Und zwar ist mir das kleine Fenster ehrlich gesagt ein bisschen zu blöde. Vorschlaghammer. Das Fenster muss raus. Ich hätte da gern größeres drin. Basuf, gehen wir hier hin. Was ist das jetzt? Wandbelege. Nee, vergiss es. Wände. Ja, toll. Fenster. So, ein schönes, großes, breites, fettes Fenster wäre ein Traum. Nee, das sieht schon wieder so komisch aus. Sieht es damit aus? Vielleicht sollte ich ein bisschen aufs Geld gucken, wa? was ist das? Das ist nicht so ein Fensterglaskasten nach draußen? Ach Gott, nee.
Och Gott, so ein kleines Miniaturfenster oben in der Ecke, vergiss es. Das geht ja gar nicht. Was haben wir noch so ein Fenster? Haben wir keine ganz großen Fenster? Das ist wiederum schön groß. Und das hier? Was ist denn das eigentlich? Fertana del Alma. Fenster sind wie die Augen eines Hauses, die ernst und stumm in die Seele des Gebäudes blicken. Und kein Fenster lässt seine Blicke tiefer schweifen als das Fertana del Alma. Was für eine Seele wohl in deinem... Was für eine Seele wohnt wohl in deinem Inne? Okay. Falls du ob der Antwort ein wenig beruhigt bist, wäre ein weniger intensives Fenster vielleicht besser für dich. Gott, ich kann nicht mehr lesen, das ist furchtbar. Was für Farben gibt's das denn? Boah, schau mal, Dunkelholzfarben. Das gefällt mir. Und wie groß ist das Ding jetzt? Geht das gar nicht einbauen? Doch. Boah. Alter, das Fenster ist fett. Aber dann wäre das ja nur da an der Seite und das sieht blöd aus. Wie sieht es mit dem Fensterkasten aus? Nicht nach innen. Aber der passt auch da nicht so toll hin. Hier eins, frei und hier wieder eins. Machen wir zwei. Machen wir hier eins. Und hier eins. Ja doch, dann passt das eigentlich. Hier im Hobbyraum haben wir Durchgang, zur Toilette haben wir eine Tür. Ist auch ganz gut so. So. Die Türen könnten ruhig ein bisschen symmetrischer sein, ne? Ach ne, das geht ja nicht wegen dem Sessel da, wa? Aber hier vorne geht das eigentlich. So, auf, wir bauen mal eine neue Tür an. Jetzt werde ich die Türen gern symmetrischer. Vorschlag Hämmerchen. Tschüss, Türchen. Türen. Was für kleine Türen haben wir? Was für eine Tür haben wir denn jetzt hier genommen? Also, hier haben wir jetzt die Tür. Nee, nee. Ich hätte gern die gleiche Tür wieder. Passt irgendwie doch besser, wenn da gleiche Türen sind. Und dann muss das wo sein? Auf der Ebene hier hinten. Wieso geht denn das da nicht? Weil da was steht, oder wie? Geht doch jetzt nicht ehrlich nicht nur, weil da was steht. Ah, da muss das weg. Mist. Dann räumen wir das eben auch noch weg. Und packen wir das mal. Super, wohin? Ach, eine Etage tiefer, wa? Komm, stell das irgendwo hin. Du kriegst hier keine Sau wohin. So. Und dann muss das auch noch irgendwo hin. Super. Komm, stell mal kurz auf die Terrasse. Juck keinen. So, und jetzt können wir Pipettentool, Tür nehmen. Huch. Und die Tür... War da an der Seite? Oh, ich weiß es nicht, Leute. Hier anbringe ist die ganz am Rand. Und da ist sie... Nee, da ist aber irgendwie noch so ein Stück frei. Hä? Das reiche ich ja gar nicht. Eigentlich müssten ja überall Türen sein. Kann ich denn hier irgendwie was umsetzen oder so? Nee, schau mal, das wäre dann direkt hier ganz am Rand. Das ist doch ein bisschen blöde. Packe ich die Tür lieber hier hin. Und hier hätte ich dann doch lieber auch gerne Tür. Also doch, Vorschlaghammer. Das weg. Und da kommt dann jetzt... Warte. Pipette. Pipette. Und ein Türchen dahin. So, einmal runter. Und dann haben wir sogar hier die... Ach, die sind sogar gleich jetzt. Ach, schön. So, haben wir drei gleiche Türen. Das passt doch. So, dann würde ich sagen, kommen wir ja langsam aber sicher auch mal etwas an die Einrichtung ran, ne? So, Einrichtung. Wollen wir mal schauen. Schlafzimmerlein, Esszimmer, Büro, Kinderzimmer. Ein Kinderbettchen. Was haben wir? Deluxe Babyschaukel von Finn. Nee, lass mal. Baldachin Bettchen. Weniger, ne? Hochstuhl des Kinesios. Ein Hochstuhl. Verschaukel mich Kinderbett. Verschaukel mich Kinderbett. Ach, Kacke, ist doch groß. Was? Kindercontainer. Oh Gott. Töpfchen, erste Schritte. Nehmen wir das Verschaukel mich Kinderbett? Was ist mit dem hier? 100 Simpuls. Ach. Ach, das ist mit diesem Scha... Ach, Mist. Nachtschlummerbettchen. Oh Gott. Nehmen wir mal das Verschaukel mich Kinderbett. Wie groß ist denn das? Alter, das ist ganz schön riesig, ne? Soll ich das so direkt so vor ein Fenster packen? Ich weiß ja nicht. Aber ich glaube, in der Mitte des Raumes sieht es besser aus, wa?
Ich glaube auch. So, schauen wir mal, wie sieht denn das eigentlich aus? Ach so. Ah, okay. Dann packen wir es in die Mitte des Raumes, ne? Ich denke ja. So, hätten wir das. Ich gehe mal lieber einen runter. So. So, jetzt haben wir hier auch eine bessere Sicht. Na, komm. Sichtanpassungen. 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 So. Was haben wir noch? Ein Hochstuhl. Der Hochstuhl kommt... Ah. Kommt aber mal ganz sicher in die Küche. Ich frage sie jetzt natürlich nur, wohin. Ich müsste jetzt ja hier eigentlich ein bisschen umbauen. Ich würde dann nämlich auf jeden Fall den Hochstuhl nehme ich sowieso. Aber ich würde dann gerne lieber ein paar Stühle vielleicht wegpacken. Kann ich denn den Stuhl vielleicht... Ja, hier komm, stell ihn auch irgendwo hin. Hier hinstellen. Einen Schaukelstuhl. Dafür... Na, zu blöd mit Möbeln umzugehen, ehrlich. Komm. Ach, Mann, oh. Ey, hallo? Ah, jetzt weiß ich wieder. So, so geht's nicht. Aber so geht's auch nicht. Also wenn, dann ging das wohl wirklich... Ja. Was wäre denn... Warte mal, stell's mal hin. Kaufen's ja. Was wäre denn, wenn ich den Stuhl... Kann ich ihn einen nach hinten verschieben noch? Nee. Hier ran stelle. So. Und dann das Baby-Ding. So. Jetzt. Wieso geht das denn jetzt schon wieder nicht? Ja, in der Mitte des Raumes will ich das Bett. Das Ding. Das Bett. Den Kinderstuhl aber auch nicht haben. Das ist ja total doof. Hm. Wenn ich den so drehe. Na. Dann würde der hier hinpassen, naja. Naja, würde ich sagen, kommt der halt hier hin, ne? Sieht zwar ein bisschen doof aus, aber naja. So, dann kann der Stuhl ja eigentlich weg. Oder haben wir noch irgendwo Verwendung für den? Weiß ich gar nicht. Haben wir irgendwo Verwendung für den Stuhl? Eigentlich weniger, ne? Na komm. Dann hauen wir den mal weg. Oh Gott. Nicht das. Der Stuhl. So, Kinderbettchen haben wir. Was haben wir jetzt hier noch? Töpfchen. Och, ein Töpfchen. Wo stellen wir denn das Töpfchen hin? Muss ja ins Badezimmer, ist ja klar. Aber wo sollen wir das denn hinstellen? Hm. Kann man das dann irgendwie hier in die Toilette stellen oder so? Nicht wirklich, ne? Ja, mit dir das Raum, in die Mitte des Raumes stelle ich das jetzt aber auch nicht. Pass auf, vielleicht können wir das Katzenklo hier ranstellen. Und das Töpfchen dafür vielleicht hier. Ja, sehr schön. Dann kommt das Töpfchen einfach dahin. Und das Katzenklo, wollen wir das da vorstellen? Nee. Mein Gott, kommt dann halt dahin. So, was haben wir noch? Was haben wir noch? Deko für Kinder. Ein Dekor für Kinderchen. Das ist aber putzig. So. Enti. Was ist ein Enti? Och Gott. Och Gott, ist das knuffig. Och Gott. Schau dir die kleine Ente an. Och, ist das süß. Mann, Spielzeugbahn. Tausend Sachen. Tierbedarf, Kinderspielzeug, Betten. Möbel für Kinderbetten. Betten? Normale Betten? Normale Betten. Bücher und Poster. Lampen. Was für kleine Lampen haben wir denn fürs Kinderzimmer? Hilfe, ich bin schon wieder leicht verschnupft. Das geht gar nicht. Aber ich habe auch Halsschmerzen. Naja. Hüttenlampe. Ich hätte gern... eine Tischlampe. Ja. Umgebungswandlampe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Übergang. Ach so. Lampen alte Zeiten. Moderne Wandleuchte. Hm, haben wir denn was Besseres? Was Hübscheres vielleicht? Was ist denn das? Armische liebste Lampe für draußen. Okay, das sind jetzt, glaube ich, draußen Lampen, ne? Die Schlangenlampe. Oh Gott. Was ist das hier? Die Zwielichtige. Oh Gott, die Zwielichtige. Das sieht ja auch so super hübsch aus, ne? Case Deckenleuchte, was ist damit? Boah, die lässt sich aber sicher anbringen. Die lässt sich definitiv anbringen. Mal ein bisschen gucken hier. Ich komme mit dem Koordinieren nicht klar, das merkt man, glaube ich, ne? Die können wir, weißt du was, die bringen wir hier an. Schön da drüber, das passt. So, was haben wir noch? Spielzeug für die kleinen Kiddies. Ach ja, ich könnte ja...
Ich könnte ja jetzt so ganz, ganz, ganz rein theoretisch.